Donkbet bedeutet, wir nehmen an, ein Spieler raised, einen Spieler bezahlt und du hast Pocket 7 im Small Blind. Der Flop kommt 6, 7, 8. Es ist ein sehr guter Flop für deine Hand, weil du natürlich einen Drilling floppst. Aber der Flop ist nicht ungefährlich, weil jemand immer Open Ender haben kann oder ein Overpair und noch was hitten kann, wo du dann dein Turnierleben eben riskierst. Deswegen spielt man eine Donkbet, um selber die Initiative in den Pot zu haben und nicht so passiv oder nicht mit Check-Raise spielen zu müssen. C-Bet bedeutet einfach, du bist Preflop der Aggressor, hast zum Beispiel ein paar 10 geraised, Flop kommt, Bube 6, 7. Das ist ein Flop, auf den man immer Conti betten sollte. Conti Bet ist einfach die Bet am Flop als Preflop Aggressor. Showdown, beide Spieler gehen bis zum River, egal ob durchgecheckt ist oder ob der Pot schon groß ist. Beide Spieler müssen ihre Hand zeigen, das ist ein Showdown. Es gibt auch, wenn jemand Preflop All-In ist, zum Beispiel Ass-König gegen Damen, dann werden die Karten aufgedeckt, das ist ein Showdown und dann sieht man, wer den Coinflip jetzt gewinnt. Drawing Dead bedeutet, du bist Preflop der Raiser, hast dich entschieden, mal 6-7 Suited zu raisen, der Flop kommt Ass-König-Dame. Dann, du willst die Hand nicht aufgeben, dein Gegner hat aber leider Bube 10 für die Nutzstraße und es kann kommen, was will und du bist Drawing Dead. Denk bedeutet, du hast eine sehr schwere Entscheidung, vielleicht für dein Turnierleben am River und musst erstmal ein, zwei Minuten überlegen, was dein Gegner jetzt haben kann, wie die Ranges in dieser Hand sind und ob du eben dein Turnier jetzt damit riskieren willst oder nicht. Jemand geht vor dir all in, du brauchst nur noch bezahlen, hast die bestmögliche Starthand mit Pocket Assen, das bedeutet, du snap callst ihn oder du hast zum Beispiel den Nuts Flush am River und dein Gegenspieler geht all in, es gibt keine Hand, die dich schlagen kann, dann brauchst du nicht lange überlegen, stellst einfach deine Chips rein und gewinnst den Pot. Slow Roll ist manchmal sehr beliebt bei Anfängern. Wir nehmen an, du bist all in mit Pocket Königen. Der andere fordert dich auf, deine Hand als erstes zu zeigen. Du zeigst ihm, hier, ich habe Pocket Könige, dann sagt er, oh nein, Pocket Könige, wartet noch 20 Sekunden und dann sagt er, ah, Pocket Asse. Und du wirst wahrscheinlich verlieren, weil du 4-2-1 hinten bist. Das ist ein Slow Roll. Das ist nicht die feine Art im Poker.